Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster und sage, was wir aktuell mit der Bankenkrise erleben, ist der Anfang vom Ende der Zentralbanken, also der US-Notenbank Fed und wahrscheinlich dann auch der EZB. Denn wir sehen jetzt die Folgen eines eklatanten Versagens, eines eklatanten Fehlverhaltens, das von einer zentral gesteuerten Institution ausgeht, mit Folgewirkungen, die uns alle massiv betreffen. Denn die Notenbanken haben faktisch den Zins abgeschafft, damit praktisch die Bewertung von Risiken unmöglich gemacht. Erster Kardinalfehler, zweiter Kardinalfehler. Sie haben dann Geld gedruckt und geglaubt, das könnte also irgendwie ohne Inflation ausgehen. Das ging ja auch lange, scheinbar ohne irgendwelche Inflation, weil eben diese Inflation praktisch in die Vermögenspreise wanderte, also Immobilienpreise und Aktienpreise nach oben manipulierte. Jetzt haben wir aber auch in der Realwirtschaft diese Inflation und jetzt ist Game Over mit dieser ultralaxen Geldpolitik und jetzt musst du eigentlich reagieren auf eine Bankenkrise, die wiederum ganz klar die Folge eben dieser Notenbankpolitik und der daraus folgenden Regulatorik für Banken ist, denn diese Banken sind jetzt ja unter Druck gekommen, weil ihnen praktisch die Anleihen, die sie im Portfolio haben, in die Luft fliegen, weil sie diese verkaufen müssen. Warum müssen sie die verkaufen? Weil die Notenbanken umgesteuert haben. Aufgrund der Inflation, die wiederum auch eine Folge des Gelddruckens ist, mussten sie die Zinsen anheben. Jetzt fliegen eben diese Anleihen in die Luft, die die Notenbanken selber praktisch den Banken oktroyiert haben. Die haben gesagt, ihr müsst diese Anleihen kaufen, weil die sind hochliquide. Also die müssen in eurem Portfolio sein und dementsprechend fliegt jetzt das in die Luft, was praktisch per ordre de mufti von den Notenbanken den Banken diktiert worden war. Und wenn das nicht irgendwie ein ziemlich übler Treppenwitz der Geschichte ist, dann weiß ich nicht. Und ich prognostiziere auf jeden Fall, dass die Kritik an den Notenbanken bald massiv werden wird, denn, und das ist leider sachlich richtig, sie sind die Verursacher des ganzen Dilemmas. Also sah man sich gezwungen, dann gestern Nacht oder heute Nacht deutscher Zeit ein Statement, Finanzministerium, FED und Einlagensicherungsfonds, das ist ja schon mal eine ziemlich große Hausnummer und man sagt, wir müssten also jetzt hier mal reagieren. Wir wollen die Konten schützen und das ist jetzt das Prinzip, das entscheidend ist. Man schützt also die Kundeneinlagen, auch die unversicherten Kundeneinlagen bei Banken. So weit, so gut, macht Sinn. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Man installiert eine Art Facility, wie sich das nennt, um praktisch den Banken hier zu ersparen, dass sie diese unter Wasser befindlichen Anleihen jetzt direkt verkaufen müssen, auch okay, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, Shareholders and certain unsecured debt holders will not be protected. Das heißt, die Aktionäre von Banken und Anleihegläubiger von Banken werden nicht ausgebailt und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir zwar jetzt eine Rallye sehen, aber in Gefahr sind, dass dann eben die Bankaktien, vor allem die Aktien regionaler Banken, wieder unter Druck kommen, denn jedem ist jetzt klar, hier werden jetzt die Bankaktionäre nicht mehr ausgebailt. Wir haben ja nicht nur jetzt am Freitag eben Silicon Valley, sondern Signature Bank aus New York, die hier pleite gegangen ist. Und dann spricht man, wie resilient doch, wie widerstandsfähig das US-Bankensystem ist, wenn man im Vorsatz sagte, dass wir jetzt mal eben zwei Banken stilllegen mussten. Das sagt schon ziemlich alles. Es sagt ziemlich alles, dass sowohl der Präsident als auch die Finanzministerin, als auch der Einlagensicherungsfonds, als auch die FED, als auch das, wer auch immer alles dabei war, also auf höchster Ebene, das zeigt, dass wir eben nicht, wie gestern zum Beispiel Gesprächspartner von mir meinten, ja, das ist halt eine kleine kalifornische Bank, die in die Luft geflogen ist. Nein, das war nur die Spitze des Eisbergs. Das Ganze ist systemisch. Hier, so nennt sich das Bank Term Funding Program, BTFP. Und diese Banken, die dann praktisch auf Liquidität der FED zugreifen müssen, dafür Zinsen zahlen, 4-5%. Schwamm drüber. Aber jetzt hier nochmal diese Signature-Pleite. Und das ein entscheidendes Kriterium ist auch, dass wohl auch auf Kürze der Zeit sich eben keine Käufer fanden für diese Banken. Also nicht für die Silicon Valley Bank und eben auch nicht für die Signature Bank aus New York, die hier in etwa eine Bilanzsumme hat
oder Total Assets von 118 Milliarden aus dem Jahr 2021, 1800 Mitarbeiter, also jetzt nicht riesig, ist aber in New York schon ein ziemlich bedeutsamer Player. Und jetzt ist eben die Frage, naja gut, also es ist so, diese Rettung wird bezahlt durch die FDIC, also durch den Einlagenfonds. Dieser Einlagenfonds wiederum wird von Geldern der Banken gespeist oder wurde von Geldern der Banken gespeist. Und für diese zwei Banken wird das reichen. Aber wenn jetzt noch weitere Banken dazukommen, dann stellen Sie sich eins vor, wenn jetzt alle wissen, also Signature Bank ist pleite, Silicon Valley Bank ist pleite. Die haben Vernetzungen, die sind in Interaktion mit anderen Banken. Die Assets, Anleihen sind wertlos. Banken begeben ja auch Unternehmensanleihen, also Anleihen nehmen Schulden auf, indem sie eben Anleihen begeben auf der einen Seite und Aktionäre sind auch praktisch platt. Das heißt, wenn ich jetzt Aktionär einer mittelgroßen bis kleineren Bank bin in den USA, dann habe ich doch den Schuss gehört, der mir sagt, naja, wenn das Ding schief geht und ich kann die Risiken dieser Bank ja gar nicht beurteilen als Außenstehender, dann ist deine Kohle weg, du bist platt. Also ziehe ich doch vielleicht diese Kohle ab aus dieser Aktie, wäre eine Überlegung, die sich mir zumindest aufdrängt. Hier sagt Bill Ackman, das ist kein Bailout, denn anders als in der Finanzkrise wurde hier wird hier zunächst mal kein Steuergeld reingepumpt, sondern und im Gegensatz eben zur Finanzkrise auch damals wurden Bondholder und Shareholders zumindest teilweise, die mussten dann Haircuts hinnehmen etc., also Abzüge hinnehmen, aber sie sind nicht komplett auf die Nase gefallen. Damals der Steuerzahler praktisch in der Haftung, diesmal nicht. Dadurch ist schon mal das Volumen, das sozusagen für Haftung zur Verfügung steht, die Summe, die für Haftung zur Verfügung steht, schon mal deutlich kleiner, wenn eben hier der Steuerzahler, was ja natürlich richtig ist im Prinzip, aber nicht zur Verfügung steht. Shareholders and bondholders have been wiped out. Und dann schreibt er, more banks will likely fail despite the intervention. Also trotz der Intervention werden weitere Banken wahrscheinlich scheitern. Was man jetzt verhindert hat, ist ein Bankrun. Also dass die Leute wirklich panisch jetzt noch versuchen, ihr Geld rauszukriegen. Sind die Konten in den USA ja ab $250.000 nicht mehr versichert. Man muss dann eine Extraversicherung abschließen. Die allermeisten Konten waren bei Silicon Valley Bank und auch bei Signature Bank waren nicht extra nochmal da versichert. Jetzt schreibt der Jeffrey Gundlach unter Berufung auf Dick Bove, der heute bei CNBC Asia ein Interview gegeben hat, und das Paradoxe ist ja, oder das mir ja, eigentlich lächerliche ist ja, dass die Fed natürlich genau das gleiche Problem hat wie die Banken auch, nämlich sie hat Anleihen gekauft im Rahmen ihres QE, ihres Quantitative Easing, und diese Anleihen haben jetzt Buchverluste, die sind weniger wert. Würde die Fed jetzt gezwungen sein, die zu verkaufen, würde sie sie mit Verlust verkaufen müssen. Also es ist ein gewisses Mismatch. Federal Reserve Net Worth ist minus $1.1 Billion. Also die Fed ist im Grunde mit einem negativen Wert versehen, könnte man mal so formulieren. Und jetzt wollen wir wieder MMT und Helikoptergeld machen. Okay, angesichts der Inflation eben eine schwierige Geschichte. Morgen kommen ja die Inflationsdaten. Wir sehen jedenfalls, dass jetzt die Zinserwartungen massiv gefallen sind natürlich. Weil man sieht, boah, da ist ein Stress im System, wie wir ihn seit Lehman Brothers nicht mehr hatten. Wir sehen, dass das die zweijährige Anleihe, die besonders scharf auf Zinsveränderungserwartungen reagiert, jetzt deutlich unter Druck kommt. Wo ist sie, meine Damen und Herren? 6 Basispunkte oder ist 58 Basispunkte gefallen, jetzt nur noch bei 4,33 irgendwas Prozent. Kürzlich waren wir noch über 5%. Und das Problem ist, diese Silicon Valley Bank hat auch Fehler begangen, keine Frage. Aber im Grunde hat sie genau das gemacht, was die Notenbanken wollten. Im Grunde ist sie ein Kind dieser Nullzinspolitik. Die Wertigkeiten stiegen, die Bilanzsummen stiegen, weil eben die Vermögenspreise explodierten in Zeiten der Nullzinspolitik. Und dann hat man also zum Beispiel Mortgage-Backed Securities gekauft.
Genau das, was die Fed auch gemacht hat und anderen Banken praktisch auch oktroyiert hat, macht das auch. 40% der Bestände sind diese Mortgage-Backed Securities und die kamen natürlich unter Druck mit starker Anhebung der Zinsen. Das sind hypothekenbesicherte Anleihen, die Verluste vor allem dann erleiden, wenn natürlich die Zinsen deutlich steigen, die Leitzinsen steigen. Wir sehen ja, die Hypothekenzinsen sind dann auch massiv nach oben gegangen. Und im Grunde war dieses ganze Design darauf ausgelegt, dass die Zinsen nie wieder steigen und steigen können. Und dann wäre ja alles schick gewesen. Aber jetzt ist leider durch das Gelddrucken der Notenbanken die Inflation gekommen, sodass die Zinsen angehoben werden mussten. Und dann ging die Rechnung nicht mehr auf. Im Grunde also ist diese Silicon Valley Bank ein Opfer des Narrativs, dass wir keine Inflation bekommen, wenn wir Geld drucken und Nullzinsen machen. Jetzt ist sozusagen Silicon Valley nur die Spitze des Eisbergs, eben praktisch das Symbol jetzt für die Allesblase, die wir letztendlich an den Märkten ja hatten. Wie gesagt, zunächst Vermögenspreisblase, steigende Preise also für Immobilien und dann für Aktien. Und jetzt sehen wir, dass eben auch Güterpreise in der Realwirtschaft steigen. Und jetzt werden viele natürlich hergehen und sagen, ja, alles bis auf diese Notenbankpolitik und diese von ihr geschaffenen Blasen sind schuld. Also lasst uns doch bitte wieder die Zinsen senken und so tun, als wäre nichts. Aber du kannst nicht mit eine Blase, die geplatzt ist, dadurch wieder reparieren, dass du eine andere Blase aufbläst. Das ist genau das Problem und das beschreibt eben jetzt auch, wie schwierig die Lage für die US-Notenbank ist. Hier titelt Bloomberg, ein Hauch Bear Stearns liegt in der Luft. Jene Bank, die damals von JP Morgan gekauft, aufgefangen werden musste. Ein Offizieller aus dem Finanzministerium sagte, das ist nicht die Situation wie 2008. Allein diese Vergleiche sind schon mal etwas seltsam. Also es zeigt ja, wenn hier gesagt wird, das ist nicht 2008, dann wird ja erst der Gedanke, ist, dass wir doch gewisse Ähnlichkeiten haben zu 2008 natürlich nahegelegt. Wir haben hier schlummernde Bomben in amerikanischen Bankbilanzen, eben durch diese bisher nicht realisierten Verluste über Anleihen. Und hier sehen wir, dass letztendlich die Fed in einer auswegslosen Situation ist. Im Grunde müsste sie, um das Problem wieder zu reparieren, bei den Banken die Zinsen wieder auf Null senken. Aber dadurch kriegt sie die Inflation nicht mehr in den Griff, die ihr dann komplett aus dem Ruder läuft. Und Powell hat gesagt, wenn wir die Inflation nicht irgendwie einfangen können, die Wirtschaft kann nicht funktionieren mit einer dauerhaften Inflation. Und jetzt wird sich auch Joe Biden heute äußern, 8 Uhr. Eastern Time, also wie resilient, wie widerstandsfähig das Bankensystem ist, nachdem innerhalb von 2 Tagen 2 Banken in die Luft geflogen sind. Und dann sagt er auch, I'm firmly committed to holding those responsible for this mess, fully accountable. Also er will diejenigen zur Verantwortung ziehen, die dafür verantwortlich sind. Und wahrscheinlich meint man dann irgendwelche Bankenmanager wieder, statt eigentlich an die Ursache des Problems zu gehen. Und das ist die Fed, das ist die EZB, das sind die Notenbanken, das ist die Idee einer Zentralbank, die wie eine sozialistische Planungsbehörde sozusagen die Dinge meint, steuern zu können. Das funktioniert in der Komplexität der heutigen Welt nicht mehr. Deswegen auch permanent diese Fehleinschätzungen. Und wenn wir uns jetzt mal diese Einlagen anschauen bei der FDIC, und das sind 124,5 Milliarden Dollar. Das ist jetzt nicht gerade so viel, denn das gesamte Bankensystem in den USA hat Einlagen im Volumen von 22 Billionen Dollar. Also noch nutzt man oder versucht zu nutzen dieses Geld aus diesem Einlagensicherungsfonds, der wiederum von den Banken ja befüllt worden ist. Und wie ein solcher Bankrun passiert, das ist schon sehr, sehr interessant. Das war eine gesteuerte Aktion teilweise auch, nachdem man praktisch, oder das waren Haie, die hier gerochen haben, dass irgendwo Blut ist. Diese Haie waren einerseits eben aus dem Tech-Sektor, ein Peter Thiel, und es waren andererseits Großbanken wie JP Morgan. Denn was haben die gemacht, Peter Thiel und Konsorten? Haben aufgerufen, Gelder abzuziehen von dieser Bank. JP Morgan hat aktiv hier versucht, dazu gleich Kunden anzurufen und die möglichst schnell ihr Geld wegtransferieren sollen. Und schauen wir uns mal an, der CEO, der war ja von Silicon Valley Bank, war kürzlich noch auch an Bord der San Francisco Fed. Der CFO war früher Analyst bei Freddie Mac.
Und vor allem der Chief Admin Officer war der ehemalige Finanzchef von Lehman Brothers. Also wir sehen, da ist eine gewisse Kontinuität. Der Chef Greg Becker von Silicon Valley Bank hat in letzter Zeit kurz vor der Pleite nochmal saftig Aktien verkauft, die er hatte. Also Silicon Valley Aktien, Silicon Valley Bank Aktien. Und am Freitag noch, kurz vor der Schließung, hat man Boni ausbezahlt an Mitarbeiter. Allerdings nur die in den USA. Eigentlich sollte das am 26. März passieren. Boni für das Jahr 2022 hat man dann schnell vorgezogen, noch schnell ausgezahlt. Und dann geschlossen. Und hier nochmal JP Morgan, Jamie Dimon, der ohnehin unter Druck ist in dieser ganzen Epstein-Geschichte. Und da mal schnell einen anderen ehemaligen JP Morgan Banker an den Pranger gestellt hat. Da hat man aktiv Kunden angesprochen, zieht euer Geld ab und bringt es bitte zu uns. Und so ist das schnell gekommen. Und jetzt eben auch diese Venture Capital Industrie aus dem Tech-Bereich, deren Geschäftsmodell ist ja mit steigenden Zinsen im Grunde kaputt gegangen. Also was wünschen die sich? Ja, dass wir wieder Nullzinsen sehen und dann sozusagen ihr Geschäftsmodell wieder funktionieren kann. Jetzt sehen wir, dass eben kein Käufer gefunden wurde bisher für Silicon Valley Bank. Der englische Arm allerdings ist jetzt für £1 verkauft worden an HSBC. Also das wäre die Optimallösung gewesen, dass man eben einen Käufer gefunden hätte, eine andere Bank oder andere Banken gefunden hätte, die das Ganze übernehmen. Das ist aber nicht gelungen. Das ist letztendlich das größte Desaster in der Fed-History, wie Zero Hedge hier kommentiert. Vor kurzem hat uns Paul noch gesagt, also hier mit den Daten müssen wir vielleicht 50 Basispunkte anheben. Aber insgesamt sehe ich jetzt eine Vertrauenskrise auf uns zukommen, wie Ray Patel das hier sieht. Auch wenn wir eine Krise diese Woche verhindert haben, der Schaden für die Realwirtschaft durch Silicon Valley Bank ist getan. Die Banken werden sehr genau überlegen, wem sie Geld leihen. Wir haben also jetzt, wenn Sie sich mal vorstellen, die Banken handeln ja untereinander, jetzt sind zwei Banken mal eben geplättet. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Kredit als Bank einer anderen Bank gibst oder eben Liquidität zur Verfügung stellst, dann musst du natürlich vielleicht gucken, dass du möglichst keine Anleihen dieser Bank hast als Sicherheit. Die kannst du nicht akzeptieren, denn du weißt, das Ganze wird wertlos verfallen. Aktien können wertlos verfallen, das haben wir gesehen. Also hier ist Potenzial. Und jetzt sagte Goldman Sachs eben, naja, wir erwarten, dass nächste Woche gar keine Zinsanhebung kommt. Das hat die zweijährige Anleiherendite geradezu abstürzen lassen. Diese Bewegung hat ja am Freitag bereits begonnen. Allerdings sehen die Fed Fund Futures immerhin doch eine Wahrscheinlichkeit, die überragend ist, von knapp 94% heute Morgen, dass wir einen kleinen Zinsschritt sehen von 25 Basispunkten. Hier sehen wir nochmal die unrealisierten Verluste, vor allem die Bank of America. Hier ganz vorne vor Wells Fargo, JP Morgan. Und das alles erinnert so ein bisschen auch an die Savings and Loan Crisis Anfang der 80er Jahre. Und was war Anfang der 80er Jahre? Wir hatten eine hohe Inflation, wir hatten massiv steigende Zinsen und wir hatten eine extrem invertierte Zinskurve. Diese Zinskurve reinvertiert sich jetzt langsam, die wird wieder steiler. Und immer dann, wenn praktisch eine Zinskurve, die stark invertiert war, dann sich nie praktisch invertiert, dann ist eine Rezession gekommen. Das erwarte ich jetzt relativ zeitnah auch. Nur die Frage, welche Bank wird demnächst failen? So fragt Zero Hedge Deal Jim Cramer, welche Bank wird denn nicht pleite gehen demnächst? Denn der Jim, der hat ja ein gutes Gespür mit seinen Aussagen. Hier übrigens das Inverse ETF am Freitag auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und dann eine Aussage, die JP Morgan Freunde schaudern lassen dürfte. JP Morgan ist a fortress, ist praktisch eine Festung, sagt Jim Cramer. Jetzt denken Sie mal ein bisschen weiter, schauen Sie mal Charles Schwab an, wie die am Freitag abgestürzt waren. Das ist keine Wald- und Wiesenbank, das ist einer der größten Broker in den USA, einer der größeren Banken in den USA. Booms! Nach unten, und es sind vor allem die regionalen Banken, die hier ein Problem haben, und für die würde die Einlagensicherung auf keinen Fall reichen. So viel scheint klar. Hier nochmal ein kurzer Blick auf die Charts. Das könnte ein sehr, sehr wilder Ritt jetzt werden. Vor allem morgen haben wir ja dann
Die Verbraucherpreise und hier noch drei Hinweise, meine Damen und Herren. USA garantieren Einlagen bei Banken, um Vertrauenskrise abzuwenden. Hier nochmal das Wichtigste, was Sie dazu müssen wissen. Dann auf Deutsch der Text der Fed, der FDIC und so weiter und so fort, sodass Sie das mal genau wirklich verstehen, was damit gemeint ist. Und dritte Empfehlung, Markus Koch, was sagt er eigentlich über diese ganze Geschichte? Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.